Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Kult Premium Fahrzeugpflege. Heute geht es um einen Audi e-tron GT mit einer blau-grauen Lederausstattung innen. Wirklich exquisit, würde ich einfach mal sagen. Und exquisites Leder, das lieben wir. Denn je heller, je ausgefallener, desto besser kann man einfach das Thema Lederreinigung und auch Lederpflege ja optisch rüberbringen. Und da möchte ich einfach mal Disclaimer Nummer 1 verlesen insofern, denn es ist egal, ob Sie ein schwarzes Leder haben, ob das ein weißes Leder ist oder wie jetzt hier in diesem Fall ein blau-graues Leder. Die Verschmutzung und die Verschmutzungsintensität und auch Geschwindigkeit, die ist grundsätzlich immer bei allen Lederfarben genau gleich. Nur dass es natürlich optisch bei ja, blau-grau, wie hier in diesem Fall, oder auch entsprechend weiß natürlich in allererster Linie und dann im Vergleich zu schwarz ganz unterschiedlich sich dann auswirkt. Ne? Und so hat man natürlich oftmals so eine enorme Hemmschwelle zu sagen, auch wenn man das vielleicht irgendwie schön und exklusiv findet, dass man sagt, nee, ich bestelle lieber auf gar keinen Fall irgendwie was Helles oder was Weißes oder was in Kreide oder jetzt hier zum Beispiel ja, in Blau-Grau, weil ja, da sieht man den Schmutz ja sofort. Jetzt ist halt das so ein bisschen, ich würde mal sagen, vielleicht Thema verfehlt, wenn man sagt, da sieht man jetzt den Schmutz sofort, weil am Ende ist der ja immer da. Ob man den jetzt sieht oder ob man den jetzt nicht sieht, der ist ja vorhanden. Und durch unsere Produkte hier und durch dieses Video hier wollen wir einfach mal so ein bisschen die Augen öffnen, wie einfach man diesem Problem Herr werden kann oder Frau werden kann, je nachdem. Und ja, wie schnell und einfach das Ganze funktionieren kann. Und das Ganze auf Profiniveau ohne jegliche Vorkenntnisse. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein und fangen an, diesen Sitz entsprechend zu reinigen. Warum kleben wir überhaupt was ab? Weil wir Ihnen so in diesem Video einfach den maximalen Effekt rüberbringen können. Wir können jetzt natürlich auch einfach hingehen und die ganze Seitenwange oder gleich den ganzen Sitz auf einmal bearbeiten. So würden Sie und so können Sie das natürlich machen, wenn Sie unsere Produkte bestellen und dann auch anwenden. Sie müssen jetzt da nichts abkleben, aber vielleicht fürs persönliche Interesse, wenn Sie mal ein Kreppband zur Hand haben, machen Sie das doch einfach mal. Kleben Sie doch einfach mal die Hälfte ab und schauen Sie sich doch mal wirklich auch in Real Life, ich sage jetzt einfach mal, weil auf so einem Video, da kommt es natürlich entsprechend rüber. Ich sage Ihnen, das ist aber quasi nur 50% von der Intensität, wie das rüberkommt, als wenn Sie das wirklich in ja, live und in Farbe selbst wahrnehmen. An Ihrem eigenen Sitz natürlich am allerbesten. Wir gehen also hin und applizieren den Lederreinigungsschaum auf unsere Innenraumreinigungsbürste aus echtem hellen Rosshaar und gehen dann wirklich ganz sanft mit wenig Druck und mit kreisenden Bewegungen auf die Oberfläche und fangen an, diese entsprechend zu reinigen. Das dauert dann auch wirklich nur wenige Sekunden. Dann hat der Reiniger in Verbindung mit der Bürste wirklich schon ja, den Großteil seiner Arbeit verrichtet und man merkt schon, wie einfach an diesen Stellen das Leder wieder seine ursprüngliche Farbe annimmt beziehungsweise wirklich diese ursprüngliche Farbe anfängt herauszublitzen. So, wenn man das Ganze jetzt dann einfach ja, gleichmäßig bearbeitet hat, dann geht man hin mit unserem Mikrofasertuch beispielsweise und nimmt das Ganze sanft ab. Das heißt also, man nimmt den Schmutz gleichzeitig eben mit der Feuchtigkeit ab. Wenn wir schon beim Thema Feuchtigkeit sind, dann einmal noch vielleicht das Thema, warum reinigen wir Leder denn tendenziell mit Schaum und gehen da jetzt nicht quasi mit einem normalen Sprühkopf und Feuchtigkeit direkt drauf. Warum machen wir das? Weil wir das Leder immer so schonend wie möglich reinigen möchten. Und schonend bedeutet bei Leder so trocken wie möglich reinigen möchten. Und so trocken wie möglich schaffen wir eben durch dieses Schaumthema. Und das nächste tolle Thema einfach bei dem Schaumthema ist, dass wir den Schmutz auch so ein bisschen angehoben bekommen. Ne? Dass wir das sagen, okay, der hebt sich in diesen Schaumbläschen so ein bisschen an, damit wir den einfach noch besser vom Leder abtransportieren können. Wichtig dabei zu erwähnen ist, dass Sie bitte nicht super lange den Sitz feucht
halten sollten und auch nicht müssen. Ne? Gehen Sie am besten auch so wie wir so ein bisschen Bauteil für Bauteil immer vor. Machen Sie doch mal die Sitzwange, machen Sie doch mal die große Sitzfläche. Die können Sie ja auch nochmal abteilen. Da gibt es ja auch nochmal oft Abtrennungen wegen Funktionen oder auch entsprechend Design. Also gehen Sie da immer so ein bisschen Part für Part vor, weil so kommen Sie am Ende wirklich auf das gleichmäßigste und insgesamt auch effektivste Ergebnis. Wenn Sie das alles gemacht haben, können Sie wirklich so im Sinne der Gleichmäßigkeit dann auch nochmal so ganze Flächen wie so eine ganze Wange oder auch die ganze Sitzfläche einfach nochmal als großes Teil ein bisschen gröber quasi, dann einfach nur mal reinigen. Mit grob meine ich jetzt nicht, da irgendwo viel Druck anzuwenden, sondern einfach quasi mal schnell das ganze Ding nochmal auch feucht zu machen und dann abzuwischen, damit Sie auch quasi diese Übergänge zwischen diesen einzelnen Bauteilen, die Sie vielleicht gemacht haben oder eben Designabtrennungen, dass Sie das dann einfach gleichmäßig hinbekommen. So, und wenn Sie das entsprechend gemacht haben, dann ist das Ganze trocken, dann ist das Ganze sauber und der Unterschied, der sich da ergibt, der ist dann schon beeindruckend. Das Fahrzeug hier in diesem Falle, das hat jetzt 10.000 Kilometer, vielleicht auch ein paar mehr drauf und das muss man dann schon auch ehrlich mal sagen, das unterschätzen 99,99% der Leute. Und wenn Sie dann noch eine Schippe oben drauflegen möchten und nicht nur reinigen möchten, sondern auch ja Vorkehrungen treffen möchten für die Zukunft, also einfach zu schützen, zu pflegen, zu nähren, ne, dann gehen Sie hin und nehmen unsere Lederpflege, wirklich ultra hochwertig, ultra effektiv auch insofern. Es ist sehr, sehr zäh. Das Ganze ist aber super einfach trotzdem in der Anwendung durch unseren Applikationsschwamm und damit tragen Sie eine wirklich strapazierfähige Schutzschicht nochmal obendrauf auf. Und diese Schutzschicht, die hat so viele tolle Eigenschaften. Einmal geht es um wirklich dieses Thema, ja, Alterungsprozess. Das heißt also, Sie sorgen für mehr Geschmeidigkeit, für mehr Vitalität, sage ich jetzt einfach mal, im Leder. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Sie sorgen aber auch für einen Schutz vor erneuter Verschmutzung. Das heißt, es wird dann weniger schnell verschmutzt, weil halt natürlich einfach das nochmal eine glattere Oberfläche ist. Aber auch wenn Verschmutzungen da sind, ne? Wenn Kontakt zum Beispiel auch mit neuen Textilien, ne? Also gerade bei Kleidung, wenn das ganz neu ist und da sind dann auch noch die Farbstoffe wirklich sehr intensiv, dann kann das eben gerade bei so Sitzen sein, wir haben ja da immer dann Reibung, wir haben dann auch mal vielleicht gerade im Sommer, ne? Man schwitzt vielleicht ein bisschen, dann hat man da vielleicht auch Feuchtigkeit und dann eben ein bisschen Feuchtigkeit mit Reibung, kann sich jeder vorstellen, ergibt am Ende des Tages vielleicht nicht unbedingt die beste Atmosphäre, um ja, einen Ledersitz langfristig optisch gut aussehen zu lassen. Und es kann auch gefährlich werden. Wenn Sie keinen Schutz drauf haben, dann kann es sein, dass sich dann solche Farbpartikel eben von neuen Textilien, und wir haben da schon einige Kundenbeispiele diesbezüglich gehabt, dass die sich anfangen in diese erste oberste ja, Topcoat-Schicht beziehungsweise eben Lederschicht, ne, anfangen reinzureiben. Und dann sprechen wir noch nicht mal mehr von einer Verschmutzung, sondern dann sprechen wir vielmehr von einer Beschädigung. Und das ist natürlich Worst-Case-Szenario, weil wenn wir hier von einer Beschädigung sprechen, ja, dann müssen wir wirklich mit ganz anderen Geschützen an die Sache ran, um das Ganze erstmal wieder optisch in Ordnung zu bekommen, aber dann auch wirklich im Nachgang durch das, dass wir so aggressiv an die Sache rangehen mussten, das Ganze dann auch entsprechend wieder zu versiegeln, das heißt also dieses Leder wieder zu schützen. Und das ist eine Sache, die kann man einem Privatkunden dann eigentlich schon gar nicht mehr zumuten, weil die Mittel und das Know-how, das man dafür braucht, dann einfach zu speziell sind bzw. zu aggressiv sind, gerade was die Mittel angeht. Und genau deswegen ist eben eine regelmäßige Reinigung, aber dann auch eine Pflege beispielsweise mit unserer Lederpflege so enorm wichtig, weil Sie so viele Probleme im Vorfeld einfach vermeiden können. Deswegen sage ich auch so oft, gerade wenn Sie ein bisschen spezielleres Leder haben, klar, hier greift schon durchaus das Argument, dass man sagt, hey, wenn ich ein schwarzes Leder habe, dann wird mich das nicht großartig jucken, wenn ich so sagen darf. Ne? Hier ist es aber dann trotzdem so, wo ich sage, muss man deswegen, einfach weil man jetzt ein schwarzes Leder hat, das Thema dann einfach quasi bewusst ignorieren? Ich denke nicht.
Das sollte nicht der Anspruch eines Menschen sein, meiner Meinung nach. Ne? Das ist jetzt meine persönliche Auffassung von der ganzen Sache. Aber gerade wenn Sie eben ja sagen, hey, ich habe ein etwas spezielleres Leder, was die Farbe angeht, ne? Oder eben sogar wirklich ein weißes Leder, ne? Dann ist eine Lederpflege eigentlich quasi ab Tag 1, ab Neuwagenauslieferung zwingend erforderlich, damit Sie, ich sage jetzt mal, ruhig schlafen können. So schlimm ist vielleicht auch nicht ganz, ne? Aber ich denke, Sie verstehen, was ich jetzt damit sagen möchte und wie wichtig diese Thematik wirklich ist. So viel zu dem Thema. Ich denke, wir haben das ganz gut rübergebracht. Ja, diesen Ledersitz hier von diesem Audi e-tron GT in diesem blau-grauen Leder, was da tatsächlich nach so kurzer Zeit schon für Schmutz da ist, ne? Viele Menschen sehen das gar nicht. Wir hatten gerade gestern einen Kommentar bekommen unter einer Werbeanzeige. Da hat jemand gesagt, unter einem Audi R8 mit weißem Leder hat er das kommentiert, dass sein BMW X5 mit 100.000 Kilometer und weißem Leder hat er noch nie gereinigt und das schaut immer noch aus wie neu. Wenn man sich jetzt anschaut, was hier nach 10.000 Kilometer an einem Audi e-tron GT, wo ich den Besitzer auch kenne und weiß, dass der da so gut wie wirklich nie mit irgendwie schmutziger Kleidung oder sonst was da einsteigt und er ist der Meinung, dass das wirklich sauber ist, dass das vielleicht ein ziemlich großer Irrglaube ist, ne? Also jeder, der meint, irgendwo seine Ledersitze sind vielleicht super sauber und er hat sie noch nie gereinigt und er muss sie auch gar nicht reinigen, der ist herzlich eingeladen, einfach mal bei uns vorbeizukommen hier in Nürnberg, damit wir ihn vom Gegenteil einfach mal überzeugen können. Einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was wir hier oft als Feedback bekommen, denn das ist schon wirklich eine ganz spannende Thematik. Wir wollen am Ende des Tages Ihnen dazu verhelfen, dass Sie Ihre Lederausstattung, egal was für eine Farbe die hat, wirklich von Tag 1 bis zum letzten Tage, wo Sie dieses Auto fahren bzw. besitzen, genießen können, als wäre es quasi der erste Tag frisch aus dem Werk, wo Sie in dieses Auto sich reinsetzen. Sie finden bei uns im Onlineshop jegliche Lösung für das ganze Thema. Ansonsten sind Sie herzlich eingeladen, auch einfach bei uns anzurufen. Da kommen Sie auch nicht in irgendeine Warteschleife, sondern da wird Ihnen wirklich geholfen. Da werden Sie auch wirklich beraten. Da ist wirklich Kompetenz am Telefon zu finden. Da freue ich mich drauf, wenn Sie ja den Mut aufbringen, bei uns anzurufen, weil am Ende des Tages tun Sie sich selbst damit wirklich was Gutes. In diesem Sinne, besuchen Sie gerne unsere Website, wenn Sie da nicht eh schon waren oder gerade sind. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.